Dann kommt jetzt der Teil, vor dem ich mich schon ein ganzes Level lang fürchte, für den ich volles Leben habe und der generell voll schrecklich ist. Also ihr seht da unten, direkt neben, jetzt direkt neben Laras rechtem Fuß, ist ein grünes Licht im Wasser. Unter diesem grünen Licht ist ein, wie heißt das, eine Öffnung. In die müssen wir hineinschwimmen. Und das geht natürlich auf Zeit. Okay, sie ist daneben. Und ihr seht oben links die Wärme, es ist sehr knapp. Hier drin liegt auch gar nichts, ja. Hier ist wirklich null drin. Gar, es ist rein dafür gedacht, dass man sich hier wärmen kann. Ausschließlich sogar. So, Wärme voll. Und jetzt, ihr habt die Kapsel gesehen, die wir da runtergelassen haben, diese Tauchglocke. In die müssen wir jetzt runter. Los geht's. Wir haben eigentlich nur diesen einen Versuch, möchte ich an der Stelle auch mal betonen. Komm schon da hoch. Wir werden Leben verlieren. Wir werden Leben verlieren. Es hielt sich in Grenzen. Hier liegt nicht umsonst ein großes Medipack rum. So, und jetzt ist die Frage, wie rum muss ich hier wieder rausschwimmen? Es ist noch lange nicht zu Ende, Leute. Noch lange nicht. Ich glaube, so rum war es nicht. Man kann es von hier innen aus sehen. Ja, darunter müssen wir. Zwischen diese zwei grünen Lichter. Ich habe mir die Stelle oft vorher angeschaut. Ich hoffe, ich versemmel es jetzt nicht. Los geht's! Und komm schon, da hoch. Nein, was tue ich da? Das war die falsche Abbiegung. Ich hätte nach rechts gemusst. Nicht nach links. Okay, ich habe es geschafft, hierhin ohne Schaden zu kommen. Das ist eine neue Leistung. Jetzt müsste ich halt nur noch da unten den Weg zu finden. Was? Jetzt müsste ich halt nur noch da unten den Weg finden. Schnell genug. Dann wäre alles in bester Ordnung. Runter geht's. In die Tiefe. In die eiskalte, erbarmungslose Tiefe. Hier ist es. Und wow, wie schnell ist mein Leben da gerade weggerannt? Wie soll man das schaffen? Ich hab's hier hingeschafft, Leute. So weit bin ich gekommen. So weit. Und jetzt erstmal wieder das Leben auffüllen. Nicht das Leben. Die Wärme. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich hier wieder runter muss. Okay. Ich schwimme einfach mal drauf los. Hier entlang. Die Wärme schwindet langsam. Da oben ist ein Lebenskristall. Erreichen wir ihn noch rechtzeitig? Ja, wir tun's. Und jetzt hier rausziehen, hier rausziehen. Yes! Ah. Wow, ich hab's geschafft, ohne zu speichern. Hätte ich nicht erwartet. Das ist so eine Sache. Das war jetzt eine richtige Nahtoderfahrung, ey. Man kann die Stelle schaffen. Auch wenn man kein Medipack mehr hat und wenn man die PlayStation 1 Version spielt, man braucht nur einen Speicherkristall. Denn wenn man im Wasser speichert,
dann neu lädt, dann hat man wieder volle Wärme. Die Wärme wird nicht mit abgespeichert. Und so schafft man diese Stelle. Oder aber man spielt die PC-Version und hat noch genügend Leben, um den Lebenskristall zu erreichen. Okay, nein, dich nicht töten. Du bist friedlich. Ja, was haben wir hier eigentlich erreicht? Was ist das für ein Ort? Nun, es ist eine tiefe Schlucht, es ist eine Brücke über diese Schlucht. Und man kann sehr tief fallen, aber vor allem ist hier jetzt erstmal der Ort mit dem dritten und letzten Geheimnis für dieses Level. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo man sich runterlassen muss. Kann sein, dass ich jetzt einen dummen Fehler mache. Ich meine, man konnte sich hier runterlassen. Wow. Wieso hat sie sich nicht festgehalten? Ich habe Steuerung gedrückt. Wieso hat sie sich da nicht festgehalten? Okay, da bin ich wieder. Tatsächlich ist die Stelle gar nicht mal so schwierig, wenn man weiß, wie sie geht. Moment mal, was ist das denn? Kann man da hoch? Tatsächlich. Wow! Nein, kein Bock auf dich. Aber wo führt das hin? Ist mir schon jemals aufgefallen? Hab ich das schon jemals irgendwo gesehen? Dass man hier lang kann? Hat die Stelle hier irgendeinen Nutzen? Ne, hier liegt nichts. Wow. Okay, gut. Aber hätten wir die auch mal gesehen? Sieht man wahrscheinlich in den meisten LPs gar nicht. Gut. Erstmal hier runter. Und wehe, du hältst dich jetzt nicht fest, Lara. Geht doch. So. Es gibt auch einen sanfteren Weg hier runter, wie man kein Leben verliert. Aber wir müssen eh nochmal zurück und dann seht ihr den. Und hier liegt das letzte Geheimnis. Endlich. Es besteht aus Desert Eagle Munition in Kombination mit irgendwas anderem. Und einem großen Medipack. Ich glaube, weiter rein geht's hier nicht. Nee. Perfekt. Damit hätten wir dann auch alle drei Geheimnisse. Jo. Ich hoffe nur, ich habe die Items des ersten jetzt nicht vergessen aufzuheben. Ich bin mir da nicht ganz sicher mehr. Nun denn. Wird schon nicht so... Wobei, nein. Das werde ich nochmal nachschauen. Bevor ich abspeichere das nächste Mal. Weil im nächsten Level kann ich keine Spirenzien mehr erlauben und dann einfach sagen, ja, ich speichere halt einfach... Ich fange halt einfach in dem Level hier schon an. Und speichere dann erst im nächsten relativ spät wieder. Kann ich mir hier nicht erlauben, abgesehen davon. Wie komme ich hier eigentlich auf die andere Plattform? So, um die Kurve laufen. Nein! Oh Mann. Okay, ich glaube, ich werde in dem Raum hier nochmal speichern. Ja. Ja, das mache ich. Wisst ihr, das sage ich, die Stelle ist kein Problem, wenn man sie kennt. Und jetzt ratet mal, wo ich gestorben bin. Egal. Hier speichern wir. Ein letztes Mal für dieses Level, hoffe ich. Und ein kurzer Schnitt hier runter. Wo ich jetzt auch diesen Sprung geschafft habe. So, hier befindet sich nichts. Upsa. Außer vielleicht mein Tod, wenn ich so weitermache. Der könnte sich hier gut befinden. Hier lag er ja schon mal irgendwo in der Nähe, ja. Für euch gerade eben. Für mich schon wieder, keine Ahnung. Ein paar Minuten her. Habe jetzt nicht genau aufgepasst, wie lange. Also hier liegen Granaten aus irgendeinem Grund herum. Und liegt hier sonst noch irgendwas? Nein. Ist auch kein Weg woanders hin. Außer nach da vorne.
Ich vermute mal so. Ich hoffe, ich rutsche jetzt nirgends ab. Ja, klar. Zum Glück habe ich gespeichert. Hatte ich doch in Erinnerung, dass diese Stelle hier nicht ganz einfach ist. Tatsächlich bin ich schon wieder gestorben. Auf dem Weg hierhin. Einmal. Nur wie genau macht man das jetzt? Man darf nicht gegen diese Ecke hier springen. So. Wow, okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie der Hinweg dann ausschauen soll. Aber ich hoffe mal, ihr werdet das rausfinden, wenn ihr den braucht. Ansonsten... War es das schon? Muss ich mich hier jetzt hochziehen? Scheinbar. Scheinbar. Gut, dann ist natürlich noch die Frage... Das war knapp. Was machen diese komischen, gruseligen Gesichter hier? Mit diesen großen Glotzaugen. Eigentlich wollte ich mir die mal näher anschauen. Beziehungsweise ich wollte auch noch schauen, ob hier irgendwas rumliegt. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ja, den anderen Gegner habe ich gesehen, aber jetzt lass mich doch erstmal in Ruhe mich hier umsehen. Mensch. Jetzt hetzt mich doch nicht so, ich töte den schon noch. Keine Angst. Okay, dann wollen wir mal ran ans Werk. Denn eventuell liegt auf der anderen Seite ja noch was. Na? Okay, das sollte tot sein. Ja. Und hier liegt aber auch nichts, wenn ich das richtig sehe. Hier oben noch irgendwie. Möglicherweise. Oh, geh doch hoch, Mann. Okay. Oh, ne. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir diesen Knopf und tatsächlich liegt vor uns das Levelende. Ist nichts Spektakuläres. Wir müssen einfach nur hier lang laufen. Benötigte Zeit: 41 Minuten 15, zumindest auf dem Papier. Gefundene Secrets 3 von 3. Besiegte Gegner 13. Mehr nicht? Okay. Verbrauchte Munition 1145, davon 859 getroffen. Benutzte Medipacks keines. Zurückgelegte Entfernung 4,44 Kilometer. Wow. Also erstmal benutze Medipacks keines. Hätte ich nicht erwartet irgendwie. Also ich hab's als Ziel gehabt, klar. Aber irgendwie wundert's mich doch, dass ich's geschafft habe. Weil gerade diese eine Stelle gegen Levelende... Unsere kleine Nahtoderfahrung, die war, ja, doch eine Herausforderung. Kleiner Nachtrag noch, die Aufnahme geht jetzt 2 Stunden 45. Ich kann das erst jetzt sagen, weil ich gerade noch die Lorenstelle aufgenommen habe, von vorhin, ihr wisst schon. Das nächste Level wird das letzte Level dieses Spiels. Und genauso schwierig wird es. Im Walkthrough... 50 Minuten lang. Und wir können nur 4-mal im Level speichern. Ich mache mir schon sehr lange Sorgen darüber, wie ich dieses Level schaffen werde. Wirklich sehr lange. Wie lange genau? Das verrate ich euch aber erst nächste Folge. Für diese bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war RxTechs Bergwerk. Und wir sehen uns dann im nächsten Level wieder. Bis dahin. Tschüss Leute, haut rein, euer Anonymimus.